Mein Name ist Annika Wiesing. Ich bin im Hauptberuf Lehrerin, auch im Hauptberuf Autorin. Das ist so ein Doppelhauptberuf. Und ich habe bei Stadl Nordstadt und Koller veröffentlicht in den letzten 2 Jahren. In Koller geht es um 2 Menschen, die sich im Park begegnen, eher zufällig. Und die relativ schnell auf die Idee kommen, dass sie gemeinsam ans Meer fahren wollen, da allerdings erstmal nicht ankommen, sondern einen sehr großen Umweg quer durch die Republik machen und dabei allen möglichen Widrigkeiten und Hindernissen begegnen. Die erste Station ist dann Ludwigsburg und auf dieser Reise lernen sie sich gegenseitig nicht nur besser kennen und lieben und hassen vielleicht, sondern sie treffen auch eine ganze Menge Menschen. Zum Teil treffen sie sie wieder, die auch für ihre Geschichte irgendwie wichtig sind. Sprache ist in allererster Linie ein Werkzeug, also für Autorinnen und Autoren ja sowieso. Ich versuche halt schon immer irgendwie nicht Dinge zu schreiben, nur um sie zu schreiben. Also Sprache ist ja kein Selbstzweck. Aber es ist schon so, dass man irgendwie versucht, einer Stimme, einer Figur eine Stimme zu geben, die auch authentisch ist. Also ich mag Sprache, die Tempo hat. Ich mag Sprache, die irgendwie direkt ist und die ganz schlicht gesagt auch einfach jedem ermöglicht, sofort zu verstehen, was da gemeint ist. Also ich finde, man muss nicht verklausulieren und man muss nicht unnötig kompliziert machen und man muss auch nicht unnötig ausschweifen, außer man möchte das gerade, weil es gerade ganz wichtig ist. Aber ansonsten ist Sprache für mich irgendwas, was einfach direkt wirken soll. Wie Musik vielleicht auch. Die Beziehungen in Koller zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr viel Konfliktpotenzial bergen. Also es gibt Beziehungen, die gerade erst anfangen, wo man sich erstmal so eine Basis erarbeiten muss. Es gibt Beziehungen, die vielleicht abgebrochen waren, die man wieder aufgreifen muss. Und das ist ja nie einfach, da entsteht immer Reibung. Ja, deswegen passiert unglaublich viel in unglaublich kurzer Zeit, weil es einfach Begegnungen gibt und eben genau diese Beziehungen entweder weitergeführt werden, wieder aufbrechen oder vielleicht auch enden dann irgendwie an einem Punkt. Und ich glaube, das ist so das, was letztlich die Handlung auch voranträgt. Ich lehne das Wort schwierig als Bezeichnung für Menschen ganz grundsätzlich ab. Ich finde, Menschen als schwierig zu bezeichnen, ist einfach immer schon auch so eine Art Kapitulation. Also man macht diesen Stempel drauf und dann ist man fertig damit. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man immer so ein bisschen guckt, was steckt eigentlich dahinter. Und das passiert im Roman ja auch, vielleicht erstmal so ein bisschen nach und nach. Man schaut im normalen Leben auch Menschen erstmal vor den Kopf und dann irgendwann erfährt man vielleicht so ein bisschen, ja okay, was ist eigentlich so hinter der Fassade? Und das ist eigentlich das, worum es ja auch geht. Also, dass Leserinnen und Leser vielleicht ein bisschen mit auf diesen Roadtrip gehen und einfach diese Figuren nach und nach kennenlernen und nach auch erst ein bisschen besser verstehen, wer ist das eigentlich und mit wem habe ich es da zu tun? Ich glaube, wenn eine Geschichte zu Ende ist und ob eine Geschichte zu Ende ist, das merke ich dann tatsächlich, ich höre dann einfach auf zu schreiben. Das ist dann einfach, dann denke ich, okay, weil es ist ja nie, es gibt ja nicht so dieses eine organische Ende, weil man ja immer sagen kann, man kann ja jede Geschichte irgendwie letztlich weitererzählen. Also man kann ja auch eine Geschichte mit dem Tod einer Figur enden lassen. Theoretisch kann es ja auch da noch weitergehen oder nach einer Hochzeit kann es eine Scheidung geben oder nach einer Scheidung wieder eine Hochzeit, wie auch immer. Aber ich glaube, es wirklich, wenn ich dann denke, okay, das ist wie so ein Gefühl, dass ich denke, okay, da ist jetzt das Ende. Das ist manchmal ein bisschen traurig.